Man muss schon viel Fantasie haben, um an das Erfolgsmodell Opel Volga zu glauben. Aber wer weiß, schließlich gibt es auch Menschen, die daran glauben, dass der Erzengel Michael kranke Hunde mit kosmischer Heilungsenergie retten kann. Ein Wochenende lang hat sich die Engels-Fangemeinde zum übersinnlichen Austausch getroffen. Hendrik Behrendt hat versucht zu verstehen. Ortstermin, heute im Hamburger Kongresszentrum. Wenn die Engel rufen, kommt Bewegung in die Massen. Schließlich öffnet sich der Himmel in der Hansestadt normalerweise nur zum Regnen. Doch diesmal sollen übersinnliche Botschaften niedergehen. Sabrina Fox heißt die Dame mit der meditativen Standleitung nach ganz oben. Doch wie bei allen Fernbeziehungen gibt es auch hier Verständigungsprobleme. Engel wechseln manchmal von vorne nach hinten und wieder zurück. Bitten Sie Ihren Engel, dass er Ihnen ein Gefühl schenkt. Und warten Sie, was Sie fühlen. Nach 90 Minuten ist gefühlsmäßig alles gesagt zwischen Erdlingen und Engeln. Was jedoch immer noch Fragen aufwirft, ist das Aussehen der angehimmelten Götterboten. Vor allem in der weiblichen Fangemeinde gehen die Meinungen weit auseinander. Eigentlich sind die riesengroß, so groß wie Hochhäuser. Und da hättest du Angst, wenn so ein großes Teil auf einmal in deiner Wohnung steht. Also ich sehe sie mit einem langen weißen Gewand, meistens lange Haare und meistens halt männlich. Manchmal mehr so weiß gekleidet, mit einem goldenen Schimmer oder so einem Kranz um den Kopf. Der ist ungefähr 3 Meter groß. Also ist meistens hinter mir und der ist so indigofarben. Glückselig sind all jene, die ein Foto von ihren Schutzengeln gemacht haben. Und da können Sie die sehen. Sehen Sie die Kugeln? Das sind Energiekugeln. Normal sieht man nur 1, 2, aber das sind massig Kugeln. Und mein Hund hat auch einen. Der ist auch krank, der braucht den. Und das sind Engelenergien oder Geistführerenergien. Da sieht man 2 Punkte. Farbig, einmal blau und einmal grün. Also ich denke, es ist Erzengel Michael, Schutz, und grün ist Heilung. Dass er einfach unterstützt wird in seiner Heilung. Weil niemand weiß, wie lange Michael für die Hundeheilung braucht, bietet die Branche zahlreiche Ersatzengel an, gegen irdisches Geld. Doch neben der Suche nach dem Übersinnlichen steht auch die Suche nach sich selbst hoch im Kurs. Dafür braucht man eine Polaroid-Kamera, 30 Euro und viel Fantasie. So wird aus einem überbelichteten Farbfoto eine unterbelichtete Psychotherapie. Das Analysegespräch übernimmt der Aura-Fotograf selbst. Erzähl ich ein bisschen was dazu. Also hier haben wir eine ganz, ganz schöne Aura. Es ist ganz viel helles Grün, Frühlingsgrün mit drin, ja? Und hellgrün hat immer was zu tun mit Heilung und Harmonie. Ich sehe da gelb. Nee, richtiges Gelb sieht anders aus. Sieht anders, ja, aus. Sieht anders aus. Also gut. Wenn Sie Grün auf der rechten Seite haben, bedeutet das zum Beispiel, dass Menschen Ihnen ganz schnell ihre Sorgen, Probleme erzählen. Sehr vertrauensvolle Ausstrahlung. Wenn Sie was verkaufen müssten, wäre es sehr gut, weil Sie könnten alles verkaufen. Auch der Fotograf scheint ein eher grüner Typ zu sein. Die Aura-Bilder sind ein echter Renner. Für die Besserverdienenden unter den Erleuchteten gibt es den Emo. Ein Spezialfilter, der profanes Leitungswasser in pure Engelsenergie verwandeln kann. Also ein Emo hält 300 Jahre, der ist so konzipiert, hat keine Wartung. Emo kostet im ganz normalen Preis 2.520 Euro plus Mehrwertsteuer. Wir haben jetzt einen Messepreis, der 100 Euro reduziert ist. Und eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat ihn finanziert. Ganz einfach gesagt, das ist besser als ein Auto. Wer doch lieber Auto fahren möchte und dennoch nicht leer ausgehen will, dem bleibt die letzte Ölung. Made in England. Das sind Aurasoma-Öle. Die hat Vicky Wall, eine englische Mystikerin und Apothekerin, unter geistiger Führung als Rezepturen erhalten. Es folgt der Selbstversuch und die glasklare Analyse der Verkäuferin. Avon-Beratung auf esoterisch. Wir sind ein Regenbogenwesen, weil wir ein Lichtwesen sind. Wir selbst sind die Farben. Die Chakren strahlen in all den verschiedenen Regenbogentönen. Und diese Elixiere bringen die Chakren und das Licht der Chakren wieder in Balance. Einmal ins kosmische Gleichgewicht gebracht, steht dann auch der Kontaktaufnahme mit dem großen Ganzen nichts mehr im Weg. Sie müssen sich das wirklich vorstellen wie das Internet. Ja? Jeder ist mit jedem verbunden über ein quantenphysisches Feld, über die Energie. Man kann sich also mit einem Gedanken, genau wie mit einer E-Mail-Adresse, verbinden. Mit einem Engel, mit einem Menschen, mit einem Tier.
Nach 48 Stunden ist die Flirtbörse zwischen Mensch und Engel beendet. Mit einem ziemlich weltlichen Plus in den Kassen der Veranstalter.